Willkommen zu dieser Episode von Daten und Informationen. Heute wollen wir die Begriffe Daten und Informationen voneinander unterscheiden. Befassen wir uns zuerst mit der Etymologie. Die Etymologie ist die Lehre nach dem Ursprung und der Geschichte der Wörter und ihrer Bedeutung. Zuerst beschäftigen wir uns mit dem Wort Daten. Daten ist die Pluralform von Datum. Datum wird auf das lateinische Verb dare zurückgeführt und dare bedeutet gegeben. Kommen wir nun zum Wort Information. Information kommt ebenfalls aus dem Lateinischen und stammt vom Substantiv informatio ab. Information bedeutet Auskunft oder Benachrichtigung. Mit diesem Wissen können wir schon eine Aussage über Daten und Information machen. Denn wann immer wir von Daten und Informationen sprechen, dann meinen wir, dass wir Auskünfte aus Gegebenen erhalten möchten. Damit können wir aber noch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Und deshalb wollen wir beide Begriffe weiter operationalisieren. Dazu verwenden wir ein paar Tricks, nämlich das Vereinfachen, die Ähnlichkeit, das Umformen, das Verallgemeinern, die Problemzerlegung und das Rückwärtsarbeiten. Beginnen wir damit, den Begriff Information zu operationalisieren. Dabei werden wir die Grundideen von Claude Shannons Informationstheorie nachvollziehen. Wir wenden dazu, wie Claude Shannon, den Trick der Ähnlichkeit an. Wir wollen also Auskünfte aus Gegebenen erhalten. Diese Aussage ähnelt doch sehr danach, dass wir Nachrichten übertragen und Nachrichten sind das Grundelement der Kommunikation. Wir interessieren uns nun für den Kommunikationsprozess. Wir können uns Kommunikation so vorstellen, dass wir Informationen von einer sendenden zu einer empfangenen Instanz übertragen. Dabei legen wir uns nicht fest, ob beide Instanzen auch tatsächlich Personen sind. Es können genauso gut Tiere, Pflanzen, Häuser oder Berge und Flüsse sein. Die Information wird über einen sogenannten Kommunikationskanal übertragen. Dabei können wir die Information nicht direkt übertragen, sondern müssen sie zuerst in Signale kodieren, die auf der anderen Seite für die empfangene Instanz dekodiert werden. Der Kommunikationskanal wirkt auf die Signale auf zwei Arten. Nämlich durch die sogenannte Äquivokation, das ist der Verlust von Signalen, zum Beispiel durch Dämpfung, und das immer vorhandene Rauschen des Kanals. Daraus ergibt sich, dass nicht alle Signale vom Sender zum Empfänger gelangen können. Die Anzahl und die Geschwindigkeit, mit der die Signale über den Kommunikationskanal übertragen werden, bezeichnen wir übrigens als Bandbreite. Damit haben wir ein Modell, mit dem wir die verschiedenen Aspekte und Effekte bei der Kommunikation untersuchen können. Mit dem Modell können wir bereits eine wichtige Aussage treffen, nämlich dass Information sich aus den Daten ergibt, nachdem alle Fehler und Störungen in den Daten entfernt wurden. Information ist also das Ergebnis einer Funktion, die Daten verarbeitet. Das können wir auch mathematisch ausdrücken. Und zwar in dieser Gleichung. Das I steht für die Informationsfunktion, die Daten verarbeitet. Das große D steht für unsere Daten und das Epsilon für die Fehler, das sich aus dem Englischen Error ableitet. Wir wollen nun den Fehlerterm Epsilon separat untersuchen, denn wir wissen, dass sich die Fehler aus mehreren Fehlerquellen zusammensetzen. Wir erhalten so einen additiven Term verschiedener Fehlerquellen, nämlich der bekannten Äquivokation und dem Rauschen, das im Englischen als Noise bezeichnet wird. Außerdem können Fehler beim Kodieren und beim Dekodieren auftreten. Das P ist eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, die im Englischen als Probability bezeichnet wird. Weil wir nicht wissen, ob wir bereits alle Fehlerquellen hinreichend abgedeckt haben, verallgemeinern wir diesen Term ein wenig. Wir schreiben nämlich die Summe der Fehlerverhalten aller möglichen Fehlerarten. So können wir unsere Gleichung umschreiben, nämlich als Information ergibt sich aus Daten, nachdem das Fehlerverhalten aller möglichen Fehlerarten in den Daten berücksichtigt wurde.
Claude Shannon geht nur einen Schritt weiter und übernimmt von George Poole Wahrscheinlichkeiten und legt fest, dass I von D, D und Epsilon jeweils nur zwischen 0 und 1 definiert sind. In Kombination mit unserer ursprünglichen Gleichung und dieser zusätzlichen Ergänzung ergibt sich, dass D auf jeden Fall größer oder gleich Epsilon sein muss. Diese Ungleichung ist die Grundlage für das Shannon-Limit. Diese Grenze ist die Grundlage für die folgende Aussage, nämlich Kommunikation ist unmöglich, wenn mehr Störungen als Daten in der Kommunikation übertragen werden. Jetzt haben wir schon über Daten gesprochen, aber wir wissen noch gar nicht, was Daten überhaupt sind. Wir wollen also Daten ebenfalls operationalisieren. Wir verwenden dazu den Trick des Vereinfachens. Nehmen wir die vorherige Aussage, Kommunikation ist unmöglich, wenn mehr Störungen als Daten übertragen werden. Dann bezeichnen die Worte oder die Buchstaben jeweils Symbole dieser Nachricht. Ein Symbol entspricht einem Teil einer Nachricht. Und Teil wird im Englischen als Bit bezeichnet. Wir können die gleiche Nachricht übrigens mit verschiedenen Symbolen kodieren, so wie ich das hier mit der ursprünglichen Aussage in Emojis gemacht habe. Damit können wir eine erste Operationalisierung von Daten vornehmen, nämlich Daten sind die Symbole einer Nachricht. Schränken wir nun unseren Blick etwas ein und betrachten besondere Symbole, nämlich Zahlen. Zahlen haben eine besondere Eigenschaft. Sie haben einen Wert und eine Darstellung, mit der dieser Wert präsentiert wird. Betrachten wir zuerst die Werte. Werte beschreiben die Quantität einer Zahl. Zum Beispiel in diesem Fall die Anzahl der gelben Punkte in den blauen Rechtecken. 1, 3, 4 und 7. Die Darstellung einer Zahl erfolgt in Darstellungsarten und diese Darstellungsarten werden als Zahlensysteme bezeichnet. Ich habe hier ein paar Beispiele für Zahlensysteme aufgeführt, nämlich das Binär, das Oktal, das Dezimal, das Duodezimal und das Hexadezimalsystem. Jedes Zahlensystem basiert auf einer Basis. In einem Zahlensystem werden die Werte besonders dargestellt. Nehmen wir zum Beispiel den Wert 10. Im Binärsystem wird die 10 als 1010 dargestellt, im Oktalsystem als 12, im Dezimalsystem als 10, im Duodezimalsystem als A und im Hexadezimalsystem ebenfalls als A. Zahlensysteme kodieren also Zahlenwerte für eine bestimmte Darstellung. Wichtig ist hierbei, dass die Werte durch die Darstellung unverändert bleiben. Das heißt, wenn wir eine 1,0 im Oktalsystem sehen, dann haben wir trotzdem den Wert 8 und nicht 10. Dieses Kodieren verallgemeinern wir, indem wir Zahlen durch beliebige Symbole ersetzen. Wir sagen dann, beliebige Symbole lassen sich durch Zahlenwerte darstellen. Wir sortieren dazu unsere Symbole, nummerieren diese durch und die jeweilige Nummer ist dann der Code für das Symbol. Diese Arbeit machen wir natürlich nicht selbst, sondern übernehmen Standardkodierungen wie zum Beispiel ASCII oder UTF-8 für die Kodierung von Buchstaben. Hier sehen wir eine solche Kodierungstabelle. Mit dieser Tabelle können wir das Wort Daten in Zahlen kodieren. Wir suchen dazu den Buchstaben D in der Kodierungstabelle, gehen dann zuerst nach links und schreiben in diesem Fall den Hexadezimalwert 4 auf. Danach gehen wir nach oben und für das große D erhalten wir wieder eine 4. Für den nächsten Buchstaben A wiederholen wir diesen Schritt. Wir gehen zuerst nach links, nehmen die 6 und dann nach oben und schreiben die 1 auf. Das gleiche machen wir für T, gehen nach links, nehmen die 7 und anschließend nach oben und übernehmen die 4. Noch einmal für E, nach links übernehmen wir die 6 und nach oben die 5
Und das abschließende N hat ebenfalls eine 6 am Anfang und hinten ein E im Hexadezimalsystem. Nun haben wir das Wort Daten in einen Zahlenwert kodiert. Wichtig ist auch bei dieser Kodierung, dass die Werte durch die Darstellung unverändert bleiben. Zum Beispiel hier haben wir die Zeichenkette Daten und Information in drei verschiedenen Darstellungsformen. Einmal als Buchstabenfolge, einmal im Hexadezimalsystem und einmal im Binärsystem. Dabei ist wichtig, dass wir auch die Leerzeichen mitkodieren. Ich habe sie hier im Beispiel einmal hervorgehoben. Beliebige Symbole lassen sich also durch Zahlenwerte kodieren. Und das ist die Grundlage für alle Digitaltechnologien. Wenn Sie genau aufgepasst haben, dann fällt Ihnen auf, dass in der Kodierungstabelle auch Ziffern stehen. Wir fragen uns also, wie unterscheiden wir Ziffern von Zahlen? Ziffern müssen nämlich als Textsymbole markiert werden. Wir haben hier zum Beispiel den Zifferntext, den wir in doppelten Anführungszeichen einrahmen, nämlich 1, 2, 3 und eine entsprechende Zahl, nämlich 123. Diese beiden Werte sind nicht gleich. Dekodieren wir nämlich den Zifferntext, erhalten wir im Hexadezimalsystem 3, 1, 3, 2, 3, 3 und für die Zahl weiterhin den Wert 123. Wandeln wir den Hexadezimalwert in den Dezimalwert um, dann erhalten wir 3.224.115 und das ist definitiv nicht das gleiche wie 123. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir Ziffern und Zahlen unbedingt voneinander unterscheiden. Wir haben nun zwei wichtige Erkenntnisse gesammelt, nämlich erstens, dass wir beliebige Symbole durch Zahlenwerte kodieren können und zweitens, dass Zahlensysteme Zahlenwerte kodieren. Jetzt interessieren uns die Eigenschaften eines besonderen Zahlensystems, nämlich den Binärzahlen. Wie Sie wissen, sind Binärzahlen für die digitale Welt von besonderer Bedeutung. Wir untersuchen nun, warum Binärzahlen für die digitale Kommunikation so besonders sind. Um die Eigenschaften von Binärzahlen zu untersuchen, wenden wir den Umformentrick an. Dazu erinnern wir uns, dass die Werte durch die Darstellung nicht verändert werden. Also eine 6 im Dezimalsystem entspricht der Darstellung 0110 im Binärsystem. Das können wir auch anders darstellen, nämlich additiv durch Zweierpotenzen. In diesem Fall 2 Quadrat plus 2 hoch 1. 2 hoch 1 ist 2 und 2 Quadrat ist 4. 2 plus 4 ist 6. Ganz einfach. Die Besonderheit der Binärdarstellung ist dabei, dass jede Ziffer im Binärsystem einer Zweierpotenz entspricht. Ganz rechts haben wir 2 hoch 0, das entspricht der 1. Dann folgt 2 hoch 1, das ist die 2. 2 Quadrat, die 4, 2 hoch 3, die 8. Wenn wir die Werte von 0 bis 15 ansehen, dann sehen wir, dass die Werte 1, 2, 4 und 8 durch genau eine Zweierpotenz dargestellt werden können. In der Binärdarstellung bedeutet das, dass genau eine 1 verwendet wird. Alle anderen Zahlen werden durch einfache Addition der Zweierpotenzen gebildet. Das Wichtige ist hier, dass der Exponent dieser Zweierpotenz der Position einer 1 in der Binärdarstellung entspricht. Zum Beispiel haben wir beim Wert 5 die additive Darstellung von 2 Quadrat plus 2 hoch 0. Das bedeutet, dass wir eine 1 an der dritten und an der ersten Stelle haben. Mit diesem Wissen gehen wir zurück zu unseren Nachrichten und verwenden den Verallgemeinern-Trick. Dazu erinnern wir uns, wie die Symbole in einer Nachricht organisiert sind. Jede Ziffer einer Zahl können wir entsprechend als ein Symbol in einer Nachricht betrachten. Dabei fällt uns auf, dass wir in der Binärdarstellung genau zwei Symbole haben, nämlich die 0 und die 1. Im Gegensatz dazu stehen im Dezimalsystem
10 verschiedene Symbole zur Verfügung, nämlich die 0, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. Eine Ziffer im Binärsystem entspricht also einem Bit in unseren Nachrichten. Daraus leitet sich ab, dass das einfachste Datenbit die Unterscheidung zwischen 0 und 1 ist. Für unsere Nachrichten ist dabei wichtig, dass die Darstellung im Binärcode die Werte unserer Nachricht nicht verändert. Die Trennung von Darstellung und Werten hat eine besondere Bedeutung, wenn wir mit Darstellungen arbeiten, die überhaupt gar keine Zahlen verwenden, wie zum Beispiel QR-Codes. Auch QR-Codes verwenden Bits. In diesem Fall sind das allerdings keine Nullen und Einsen, sondern schwarze und weiße Quadrate. In einem QR-Code wird nämlich das Feld in ein Raster eingegliedert und je nachdem, ob eine 1 oder eine 0 kodiert werden muss, wird ein Feld schwarz eingefärbt für eine 1 oder es bleibt weiß, wenn eine 0 dargestellt werden muss. Wir haben uns eine Reihe von Erkenntnissen erarbeitet, nämlich erstens, dass wir Nachrichten in Symbole gliedern können. Und die nennen wir Bits. Wir wissen, dass die Darstellung unabhängig vom Wert eines Symbols ist. Beliebige Symbole lassen sich auch als Zahlen kodieren. Und daraus leitet sich ab, dass das minimale Bit die Unterscheidung zwischen 0 und 1 ist. Jetzt können wir unsere Daten sauber operationalisieren. Daten sind also in Zahlen kodierte Symbole einer Nachricht. Das bedeutet, dass Daten nichts anderes sind als die Werte, mit denen wir arbeiten. Fassen wir zusammen. Information ergibt sich aus Daten, nachdem alle Fehler und Störungen in den Daten entfernt wurden. Daten wiederum sind in Zahlen kodierte Symbole von Nachrichten. Die Darstellung von Daten verändert nicht deren Wert. Um uns diese Erkenntnisse zu erarbeiten, haben wir 4 Tricks verwendet, nämlich das Vereinfachen, die Ähnlichkeit, das Umformen und das Verallgemeinern.